So, bei mir Thomas Bäumer, Aufsichtsratsvorsitzender des SC Preußen, beziehungsweise noch, wenn man einem WN-Text, der am vergangenen Wochenende für viel Aufsehen gesorgt hat, Glauben schenken darf. Herr Bäumer, sind Sie Ende des Jahres noch Hauptsponsor des SC Preußen Münster? Also auf die Frage, ob ich am Ende des Jahres Hauptsponsor des SC Preußen Münster bin, die Frage kann ich uneingeschränkt mit Ja beantworten. Und wenn Sie jetzt da weitere Fragen zu stellen wollen, dann würde ich Ihnen sagen, heute geht es hier um Saisonauftakt, um vieles andere und nicht um hier Nachbewertung von Texten einer hier in Münster ansässigen großen Zeitung. Alles klar, schieben wir das Thema mal für den Moment beiseite. Zu gegebenen Zeitpunkt kommen wir vielleicht darauf zurück. Eine Frage aber zu Lagardère. Das ist ja jetzt der neue Sportrechtevermarkter des SC Preußen Münster. Der Verein hat einen langfristigen Vertrag mit dem Vermarkter, ehemals Sport 5, abgeschlossen. Und so wie man hört, sind Sie nicht ganz unbeteiligt daran. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe damals die Kontakte zu noch Sport 5, dann jetzt Lagardère hergestellt und ich glaube auch, und das habe ich immer gesagt, dass Preußen Münster muss auch im Vermarktungsbereich den nächsten Schritt gehen. Hier zu sagen, wir warten mal, bis die zweite Liga kommt und dass uns hier vielleicht mal irgendwie Manna vom Himmel fällt in Form von Geld, das haben wir in den letzten Jahren noch mal nicht geschafft. Eine oder andere gute Hinrunde gespielt, Rückrunde hat es nicht gereicht, wie auch immer runter. Das ist jetzt für mich ein wichtiger Schritt gewesen. Für mich bzw. für den Verein ein wichtiger Schritt, das jetzt hier heute mit Lagardère so zu machen. Weil ich glaube, die Zukunftsperspektiven mit Lagardère sind viel größer, als wenn wir das hier so ein bisschen hausbacken machen. Was hier nicht abwertend in Richtung Dirk Kugel geht, ganz im Gegenteil. Der hat die Münsteraner und das Münsterland hier bis zu einem gewissen Niveau ziemlich gut verwaltet bzw. ausgebaut und auch begeistert mit dem, was er im Zusammenspiel der Sponsorings und Preußen Münster gemacht hat. Aber wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen. Wir brauchen hier überregionale Sponsoren. Wir brauchen die Lizenzierungsverfahren, wären nicht einfacher für so einen Fußballverein, für einen Drittligist schon gar nicht. Haben wir jetzt gerade wieder gemerkt, wie schwer das ist, die Lizenzierungsauflagen alle zu erfüllen. Und ich glaube, Lagardère haben wir hier einen der größten, ich meine sogar der größte Sportvermarkter Europas an Bord. Und dessen vorrangige Aufgabe wird sein, die Vermarktung überregional voranzutreiben? Nein, auf keinen Fall. Die sollen alles machen. Das hat jetzt nur mit überregional und regional zu tun. Die sind jetzt, haben den Hut auf für die Vermarktung des SC Preußen Münster und wie sich das in der Tagesarbeit dann gestaltet, mit oder ohne Dirk Kugel oder wie er auch immer eingebunden wird, das wird man sehen, aber wir haben das jetzt quasi klassisch outgesourced und sind mit Lagardère zusammen unterwegs. Wir haben einen Vertrag ratifiziert, wo natürlich bestimmte Spielregeln vereinbart sind. Die können hier nicht alles ohne uns machen und wir können auch nicht alle ohne die was machen. Somit denke ich, wird sich das finden und da es ein langfristiger Vertrag ist, darf man das erste Jahr in so einer Sportvermarktung auch nicht überbewerten. Die müssen sich jetzt hier finden, müssen ihr Team installieren. Das ist wie, wenn man einen neuen Vertriebschef einstellt, dann ist nicht sofort nach 8 Wochen oder nach 6 Monaten auf einmal alles himmelshochjauchzend, sondern das bedarf seiner Zeit, das muss ausgearbeitet werden, ausgebaut werden. Die Vertriebsleute, die von Lagardère hier eingesetzt werden, müssen das Vertrauen der Sponsoren gewinnen und auch von neuen gewinnen. Und dann sehe ich für Preußen Münster und Lagardère in dem Zusammenspiel eigentlich eine gute und erfolgreiche Zukunft. Und der SC Preußen als Drittligist bringt genug Power mit, damit so ein Laden wie Lagardère das einigermaßen umsetzen kann, glauben Sie? Also Preußen Münster ist nun mal und bleibt ein Traditionsclub. Ich glaube, dass bei Preußen Münster und wir alle, und ich glaube, viele werden mir dazu stimmen, mehr möglich ist, wenn hier mal sportlich auch der nächste Schritt passieren würde, könnte. Und dann muss man nicht dann anfangen, auf Vermarkter zuzuschauen und zuzugehen, sondern man muss das jetzt frühzeitig machen und dass das in einem Zusammenspiel dann in die richtige Richtung geht. Also Preußen Münster Power, ich weiß nicht, auf was sich die Power allein bezieht. Wenn Sie die Power auf dem Platz meinen, dann sage ich Ihnen nur den, was wir jetzt zusammengestellt haben, was Carsten Gockel und Horst Steffen gemacht haben. Glaube ich, auf dem Platz haben wir die nötige Power, vielleicht jetzt nicht mehr so quantitativ, aber doch qualitativ, weil der Kader ein bisschen kleiner geworden ist. Und deswegen glaube ich, dass Preußen Münster die Power hat.
Vorletzte Frage. Im Zusammenhang mit diesem Vermarktungsvertrag trat vor allen Dingen das Thema Stadion wieder auf die Tagesordnung, zumindest in der Fanszene. Hat Lagardère den Auftrag oder darf Lagardère auch über die Frage nachdenken, ob ein Stadionname zu vermarkten ist? Mit Einschränkung natürlich, wir wissen, es ist ein städtisches Stadion, ohne Stadt geht sowieso nicht und die Mitglieder wollen befragt werden, aber ist das Teil dieses Vertrages? Nein, hier sind keine Rechte an Lagardère abgetreten, dass die hier selbstständig ohne den Verein Stadion-Namensrechte vermarkten können. Ja, sie können vermarkten die Tribüne, da sind ja Namensrechte von Tuja drauf und die Namensrechte, die muss man überlegen, ob man die, dass Tuja die abtritt und die vielleicht mit einem neuen größeren Sponsor vielleicht mal den ersten Flock hier einschlagen. Alles andere bleibt so, wie wir in der Mitgliederversammlung besprochen haben, dass wir für den Fall der Fälle die Mitgliedschaft dazu befragen werden. Und wenn es hier einen geben würde, der das überhaupt machen würde, im Moment dieses Stadion mit einem sensationellen Namen zu belegen, glaube ich, halte ich doch im Moment auch eher für nicht ausgeschlossen, aber doch eher sportlich, das zu erreichen. Und alles andere wird man sehen. In den Westfälischen Nachrichten stand, der Verein habe so ein bisschen sein Tafelsilber verkauft mit diesem langfristigen Sportrechtevertrag. Würden Sie das unterstützen, diese Unterstellung? Ich vermute nicht, oder? Ja, Sie haben es ja schon beantwortet. Es ist ein längerfristiger Vertrag, aber ein Vertrag hat auch ein Enddatum. Und verkaufen kann man das nur einmal. Und wenn der Vertrag dann irgendwann zurückkommt, dann wäre das Tafelsilber ja wieder da. Also deswegen ist es, verstehe ich das nicht ganz. Das ist für uns ein weiterer Schritt und für mich ist dieser Schritt auch sehr, sehr wichtig. Ein weiterer Schritt in Professionalisierung. Und da sind wir halt eben nicht professionell genug. Wir sind da nicht schlecht, wir haben da eine Menge gemacht und auch sicherlich, das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, hat auch Dirk Kugel da seinen Teil zu beigetragen. Wir haben da mit Dirk Kugel in der Vergangenheit eine gewisse Kontinuität, aber auch mit unserem Vorstandsmitglied Sigi Höhing eine gewisse Kontinuität praktiziert. Und das ist jetzt der nächste Schritt einfach. Der ist einfach nur logisch. Letzte Frage dann. Können sich die Preußen-Fans jetzt darauf einstellen, dass es in den kommenden Monaten hier Geld vom Himmel regnet? Oder was sind Ihre mittelfristigen Erwartungen aus diesem Vertrag? Das habe ich ja eigentlich gerade schon beantwortet. Ich glaube, dass in den nächsten Monaten hier kein Geld vom Himmel regnet. Das ist erstmal die werden sich hier akklimatisieren müssen, die werden ihr Team installieren müssen, wie auch immer. Und Fußball-Sponsoring-Verträge verkauft man nicht wie Dauerkarten von Justin Bieber oder Eintrittskarten von Justin Bieber oder von anderen hochkarätigen Künstlern. Wir spielen hier in der dritten Liga und wir müssen versuchen, auch über Lagardère hier das Münster und Münsterland und auch darüber hinaus Firmen zu gewinnen, die an dem Weg glauben, die an Preußen Münster glauben und auch daran glauben, dass die Firmen, die hier ein gewisses Sponsoring machen, für sich einen gewissen Mehrwert haben. Das ist die Aufgabe von Lagardère und das mindestens 5 Tage die Woche von Montags bis Freitags und Samstags ist halt Spieltagsbetrieb und Sonntags darf man sich ausruhen, damit man Montag wieder mit vollen Kräften an die Dinge herangehen kann. Thomas Mammer, vielen Dank. Gerne.